Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Together Ion. Wir Guten sind da Tag. Immer noch in Ash. In Ash. Bash. Habe ich jetzt Ash gesagt? Ja. Eieiei. Das ist ein Champion in LOL. In Bash ja. Meine ich natürlich. Du meinst natürlich nicht den Champion von LOL, sondern Ash Ketchum aus Alabastia. Ja, genau. Genau. So sieht's nämlich aus. Genau. So, wir sind immer noch in Ash Ketchum. Bash Ketchum. Genau. Und hauen immer noch die Mobs. Wir bashen immer noch die Mobs. In Bash. Mhm, genau, so sieht's aus. Plum. Ich werde auch ein bisschen gebufft. Und da steht Tiamats Diener noch. So, wo müssen wir eigentlich hin? Warte, müssen wir hier einfach den See abfahren? Einfach auf die andere Seite. Oder? Bitte? Den See? War das erst später oder war das? Das war erst später. Ach so, okay. Später. Ich weiß das nicht mehr. Hm? Ist ja auch ein Bild hier. So. Ja, ich bin hier gerade noch mal kurz am Schauen. Ich habe hier nämlich noch ein paar Tee. Dann mache ich hier nochmal ein paar XP mehr. Oh, naja, gut. Und was ist mit Tee? Ich habe noch 2 Tee im Inventar, die füllen ja die Energie der Rasse. Ah, ich weiß. Das waren ja die Dinger. Und, gut, ich sag's mal so, ist auch scheißegal, dann bin ich halt immer ein paar Prozentpunkte mehr vor dir. Ne, das ist ja eh schon immer so. Ja, ist ja schon immer so gewesen. Und, gut, ansonsten die Dinger, ja, die bleiben halt im Inventar, kannst halt nichts mehr damit machen halt. Ne? Und jetzt ist halt so die günstigste Variante, wo man das halt vielleicht noch loswerden kann am besten. Genau, ja. Man muss sie ja auch nicht verschwenden, ist schon richtig. Wie sieht es denn bei dir, kloppt bei mir in der Runde jemand? Prozent, ungefähr 50 oder 60%, ich weiß es nicht. Ach so, echt? Ah, okay. Okay. Ja, wie gesagt, 10, 20, 30, 40, 50, 55 halt. Okay. Ja, also wir haben schon noch ein bisschen was bei mir zu tun, aber das wird schon. Bestimmt. Ja, da bin ich auch ganz optimistisch. Ne, wir brauchen ja im Grunde genommen brauchen wir halt in erster Linie 59 erstmal, wäre auf jeden Fall wichtig. Wobei natürlich auch 60 und 61 halt relativ. Na gut, aber alle Level werden dann immer. Das wird dann baut sich dann halt alles aufeinander auf ein Stück weit. Ja, aber 59 hat man dann halt erstmal die Tierquesten noch zusätzlich, wo man dann halt nochmal dann auch im Auge noch ein paar Questen machen kann, die man dann halt so als tägliche so gesehen laufen lassen kann. Da werden wir dann auch lang genug noch beschäftigt sein, auch immer dann mehrere Folgen halt für diese paar Quests. Und allein, dass wir da halt ein paar Prozente bekommen und und dann, ich glaube, 60 geht's noch gar nicht so richtig los. Ich glaube 61 geht's dann so richtig los mit den neuen Gebieten auch. Wobei ich auch sagen muss, dass hier Sarpan und ich glaube auch Tiamaranda, die Gebiete, die sollen sogar entfernt werden, glaube ich. Was? Da sollen, glaube ich, auch ein paar Instanzen gelöscht werden. Ich weiß nicht, wie sie es machen wollen, keine Ahnung. Das ist dieser neue Patch halt, so gesehen. Ja. Ja, und da soll auf jeden Fall einiges passieren. Ich habe auch gelesen, dass jetzt, glaube ich, dieses Jahr kommt sogar noch in Korea sogar noch Ion 5.0. Hatte ich auch schon mal gelesen, weil ich bin ja, wie gesagt, bin ja schon grundsätzlich Fan von dem Spiel. Aber ich habe es ja, wie gesagt, halt aufgehört und ich weiß halt, also jetzt ist so normal halt zu spielen. Und weiß nicht, ich erwarte halt eigentlich noch irgendwie so auf so einen Impuls, der mir halt sagt, okay, gut, jetzt kann mach man mal das die Spiel Grabsteine halt, noch, ne? Jetzt kann einfach man, ja, mach mal. Jetzt kann man das Spiel halt wieder anfangen oder sowas in die Richtung, aber da kam halt dieser Impuls noch nicht. Naja, wie gesagt, das kommt drauf an. Ich bin halt, wie soll ich sagen, also früher, keine Ahnung, da war das mit dem Zeitlichen halt noch etwas anders. Aber heute macht man sich schon, also heute, zumindest ich mache mir da halt auf jeden Fall über meine Zeit und so, mache ich mir da halt auf jeden Fall schon etwas mehr Gedanken. Ja. Und weil doch relativ viele Sachen immer so anstehen, sei es ja, jetzt, wie gesagt, das Let's Playen und dann auch Real-Life-mäßig. Klar, du musst erstmal für die Schule was machen, willst ja auch einen halbwegs vernünftigen Abschluss haben. Genau. Dann letzten Endes ist ja nicht mehr so, dass man zu Hause wohnt. Das heißt, man hat auch sein Essen selber zu machen und auch seine Bude vernünftig aufzuräumen. Das kommt dazu, ja. Und wie gesagt, das ist alles natürlich Zeit, was drauf geht. Und letzten Endes will man dann auch mal ein bisschen Freizeit, ein bisschen was anders machen, mal mit der Freundin irgendwie durch die Gegend gehen. Das gehört alles dazu. Und kommt auch noch alles dazu. Und es ist halt immer mal schwierig, das unter einen Hut zu bringen. Es ist möglich. Aber es ist schwierig. Oh, ich hab den anderen. Ach so. So. Ja, und genau das ist halt so der Großteil, was mich halt bei Ion ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen stört. Dass man halt oftmals viele Sachen hat, die halt relativ lange halt dauern. Jo. Auf jeden Fall, ne?
Und also was heißt relativ lange? Also man hat schon manchmal gesehen auch dann in der Aufnahme, wie lange man dann irgendwo hingeflogen ist oder sowas in die Richtung. Ja. Oder wie lange man dann halt für irgendwelche täglichen Questen halt gebraucht hat, ne? Die wurde halt nur ein Monster, wurde halt nur ein Mob halt so gesehen killen muss. Ja, ja. Ja, und das, keine Ahnung, das sind, war halt einfach mal 15 Minuten waren da halt einfach mal weg, ne? Das hat man damals gar nicht so wahrgenommen halt eigentlich, ne? Aber weiß nicht. Geht dir das bei dem Fiesta Online mittlerweile auch so, wo du denkst, ja, okay. Na, ich sag gut, mal so, ja, jetzt damals relativ lange gebraucht. Also jetzt brauchst du relativ lange und damals ja, ging es vielleicht doch. Jein, also ich sag mal so, das relativ lange, klar merkst du, wenn du viel laufen musst, aber das hast du ja früher auch gemerkt. Ich habe ja natürlich den Vorteil, dass mir auch oft genug Portchars hingestellt werden, sodass ich mich durch die Gegend porten kann, einfach über die Acker, dass ich die Laufwerke einfach aushebeln kann. Wie gesagt, entsprechend das Questen selbst, das war ja vorher genauso lang wie jetzt, beziehungsweise ist eigentlich ist es weniger geworden, ja, da ja auch in meinem Bereich Quests dazugekommen sind. Früher hattest du eine WDH, jetzt habe ich beispielsweise drei oder sowas in der Art auf meinem Level. Das mit dem Multi-Accounting, wurde das jetzt mittlerweile offiziell erlaubt, oder? Drei Accounts darfst du gleichzeitig haben. Ja? Ja. Man als Person selber oder was? Als oder? Person selber, ja. Muss man die immer noch angeben oder wie läuft das ab? Nö. Dass sich wahrscheinlich auch kein Schwein drum gekümmert haben oder drum geschert haben. Ja, letzten Endes, früher wurde das ja so gemacht, also wir können es ja mal verraten, den kleinen Trick. Klar, Multi-Accounts waren verboten, aber damit nur halt auch, sagen wir mal, gleiche Leute über den gleichen Account spielen können oder über die gleiche IP spielen können, musste man sich halt damals anmelden, dass man halt gemeinsam spielt. Und da gab es nur einige, die gesagt haben, ja, mein Bruder spielt, meine Schwester spielt und bei dir halt noch der Hund. Und ja. Letzten Endes hat man es dadurch so ausgehebelt. Das ist kein gültiges Ziel. Ja, genau. Und hier bei Gamefot ist es im Allgemeinen übrigens nicht verboten. Keine Ahnung, ich glaube, die haben sich von Anfang an waren die sich da einig gewesen, dass sich das nicht rentiert, A zu verbieten, weil die Leute machen das sowieso. Genau. Und B, das auch im Nachhinein zu verfolgen. Das Einzige, was verboten ist, und das finde ich auch in Ordnung so, ist, dass man darf, ich glaube, man darf jetzt auf diesem, wenn man jetzt auf dem Baldur-Server noch einen Multi-Account Asmo hat, darf man diesen nicht unbedingt nutzen, zumindest halt auf jeden Fall nicht offensichtlich nutzen. Und das ist, glaube ich, auf jeden Fall untersagt, sowas. Du meinst also, sprich, man sollte, da darf sich nicht selbst töten, damit man mit dem anderen zum Beispiel Abyss-Punkte bekommt oder sowas in der Art. Genau. Und ja. Da gibt es zum Beispiel auch so Fälle, oder gab es auch so Fälle, das haben auch manche gehabt. Natürlich dann zum Leidtragen anderer halt auf jeden Fall. Ja, natürlich. Es ist so, da bei den Festungskämpfen gab es für die ersten drei des Schadens, also gibt es auch ein spezielles Programm, was man nebenbei herlaufen lassen kann. Mhm. Was hier, du siehst ja, wenn du jetzt hier in den Chat schaust, siehst du ja, es wird ja alles mitgelockt, so gesehen, ne? Und dieses Programm filtert halt alles raus und schmeißt die Daten halt einfach so in das Programm rein und so weiter und so fort halt. So, und hier passe ich mal drauf, weil ich hatte ja schon Gold gehabt, deswegen kannst du auch mal Gold bekommen. Gold kannst du übrigens, by the way, zerlegen. Das ist kein gültiges Ziel. Ja. Das ist immer noch möglich, ne? Gut, okay. Okay, na gut, okay. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Bei dem Programmchen, was halt mitschreibt und sagt, wie viel wer an Schaden gemacht hat. Im Hinblick auf, glaube ich, auf PvP, ach, auf Multi-Accounting, genau. Okay, genau. Und wie gesagt, es war halt bei den, oder ist nach wie vor bei den Festungskämpfen so, dass die drei Besten einer Klasse mit den meisten Schaden die bessere Medaille bekommen. Also in dem Fall die Medaille, die halt eigentlich notwendig ist, um an Equipment ranzukommen. Und das haben halt manche so gemacht, dass manchmal haben zum Beispiel die Asmos nicht angegriffen, die haben zum Beispiel dann keinen Wait gemacht oder sowas in die Richtung. Das heißt, wenn keine Asmos da sind, ne, kannst du natürlich auch innerhalb der Festung keine Asmus töten und du bekommst keine Abyss-Punkte. Und manchmal war es dann halt auch so gewesen, dass halt auch manchmal gar keine Dread gespawnt ist, also halt so gesehen halt das Schiff der Balaur. Ja, ja. Und gut, dann hätte man halt wahrscheinlich keine Belohnung bekommen. Aber gehen wir mal davon aus, das Schiff der Dread ist trotzdem gespawnt und keine Ahnung, du hast dann, wie soll man sagen, keine Ahnung, da hast dann halt einen prozentualen Anteil an dem Mob bekommen, das waren jetzt vielleicht, keine Ahnung, 300, 400 AP oder sowas in die Richtung, wenn du einen guten Schaden gemacht hast, aber ja, keine Ahnung, wird jetzt nicht hinkommen, aber rechnen wir einfach mal mit der Zahl.
So, und also Spieler XY, also Spieler 1 hat zum Beispiel 400 AP gemacht bei dem Mob, also an Schaden. Und es wird halt so gerechnet, desto mehr Schaden du machst, desto mehr prozentualen AP-Anteil bekommst du dann halt auch, ne, also jo. Ist ja logisch irgendwo halt, genauso wie es XP-mäßig halt ist, ne, ist es dann mit den AP halt so. Oh, du bist fast tot. Okay, knapp. Ja, und manche Spieler haben es dann halt wirklich, also wie gesagt, Spieler 1 400 AP, Spieler 2 300 AP und manche Spieler haben es wirklich halt so gemacht, dass sie sich halt ihren Multi-Account, den sie haben im Asmo-Gebiet, haben sie sich halt in die Elios-Festung reingezogen und dann haben sie halt ihre 400 AP, die sie bei dem Raid gemacht haben, nochmal nach oben geplust. Ja. Also keine Ahnung, haben den Asmo gekillt, hat vielleicht 1-200 AP gegeben und haben somit halt ihre Medaillen oder ihre Belohnungen so bekommen, wie sie wollten halt. Okay. Ja, also genau. Wie gesagt, das ist verboten halt auf jeden Fall, das so zu machen. Es gibt ja auch spezielle Questen dafür, dass man dem und dem Gebiet 5 Asmus killen muss oder in dem und dem Gebiet 5 Asmus killen muss oder sonstiges. Und ja, wie gesagt, da gibt es halt auf jeden Fall verschiedene Sachen. Ja, und naja, klar, also sowas sollte verboten sein. Andererseits ist es halt in Online-Games so, deswegen habe ich das bei Fiesta. Na gut, bei Fiesta könnte man es auch sehen, okay, die einen stellen sich hin und sind eingeloggt, damit sie was verkaufen können. Und die anderen haben halt einen Verkaufsstand offen und farmen nebenbei. Dass es da, sagen wir mal, nicht jedem gefällt, ist auch klar. Aber andererseits, wie gesagt, jetzt ist es offiziell erlaubt und gemacht hat es doch eh jeder. Und deswegen werden sie auch gesagt haben, nee, wir lassen das lieber und versuchen es halt später mal. Es ist ja sowieso nicht überhaupt nicht nachzuweisen, weil jetzt mal so die Leute, die halt damals die Bans halt gegeben haben oder beziehungsweise die Anträge kontrolliert haben, die hatten ja auch gar keine Rechte gehabt, um ins IP-System reinzuschauen, weil keine Ahnung, das darf man ja, glaube ich, auch gar nicht. Da dürfen, glaube ich, auch nur richtige Mitarbeiter, glaube ich, nur ran. Ne? Ja, also ich, ein Spezialfall halt. Genau, also ich sag mal so, es wurde immer gesagt, ja, die IPs werden kontrolliert, dass man sieht, der eine ist da und der andere ist dort. Und das ist kein gültiges, ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Ja. Ja, und der letzten Endes, klar, du hast es dann hingeschrieben. Ich bezweifle stark, dass das auch irgendjemand aufgeschrieben hat. Ich glaube eher, die haben das mehr oder weniger als zwar als Regel gehabt, aber so wirklich drum gekümmert hat sich da keiner. Das war schon immer so. Gab's da irgendwie, gab glaube ich keinen Fall von Multi-Account, wo da irgendwie mal was gebannt wurde, oder? Ja, ich kenne keinen. Hat er jetzt auch keinen gehabt. Genau. Ne? Also mich hat's ja auch öfter mal erwischt. Ja, Dü ist schon immer, genau, ja, Dü, klar, Dü hat ja auch immer verdient gehabt. Ja, wobei man auch das muss man allerdings auch sagen. Also ich hatte dann, bei dem Spiel war es so gewesen, da hat man dann, keine Ahnung, immer Zeitsperren bekommen und diese Zeitsperren wurden dann halt immer, keine Ahnung, haben sich immer summiert, so gesehen. Erst ein Tag, dann 3 Tage, 7 Tage, 14 Tage, Monat und so weiter. Und keine Ahnung, ich glaube, ich bin da bis auf 14 Tage gekommen, glaube ich. Oder ja. 7 Tage, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, 7 Tage war das höchste, glaube ich. Ich glaube, 7. Und ja, wie soll man sagen? War halt in erster Linie, war das halt wegen, ja, keine Ahnung, Mobs klauen oder so in Richtung, also angeblichen Mobs klauen. Wobei man wirklich da sagen muss, dass das Spiel da auch wirklich schwierig zu handhaben ist. Weil ab wann ist es denn ein Mob klauen so gesehen? Ja, das ist dann halt auch wirklich eine gute Definitionsfrage, oder? Ja, früher, wie gesagt, galt ja die Definition First Hit. Wer das erste Mal draufhaut, der hat den Mob, der hat ja auch das Recht dazu, den zu verkloppen. Mittlerweile ist es, glaube ich, sogar teilweise so, ich hab das nicht so im Blick, weil ich selber ja nicht so drauf achte, dass es auch durchaus auch, zumindest wenn es öfters passiert, First Aggro ebenso gilt. Das heißt, sprich, jemand pullt sich ein paar zusammen und irgendwie ein Mage haut da seine AOE rein, ist mittlerweile genauso verboten, soweit ich weiß jetzt. Ich möchte mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster legen. Ich sollte auch mal mit looten, vielleicht ganz günstig. So. Jedenfalls ist es jetzt halt so wirklich, dass wenn sich jemand seine Mobs zusammenzieht, die Aggro auf den haben, ist der damit, außer natürlich in Instanzen oder beziehungsweise in Instanzen ist ja sowieso Wurst, aber außer in Kakus halt, ist der damit automatisch der dem der Mob gehört.
ausgenommen natürlich Weltenbosse etc. pp. Solches Zeugs, wo ja sowieso sich viele drum streiten. Ja. Und ja, wie gesagt, man sieht ja auch, letzten Endes musst du eigentlich immer für so einen Mob klaue, wenn da irgendwas, wenn du da was machst, musstest du eigentlich immer ein Video bereithalten. War einer der Gründe, warum ich da früher auch bei Fiesta schon oft ein Video mitlaufen hab lassen. Das ist kein gültiges Ja, wie gesagt, letzten Endes kannst du es da nur ja auch nur per Videos beweisen. Ja, der hat aktiv versucht, mich am Leveln zu stören. Andererseits sieht man in dem Video nie die Vorgeschichte, was ist denn jetzt wirklich passiert. Ist der Hanbi dort friedlich gelevelt und dann bist du dazugekommen und die versuchen nur ihren Spot ein bisschen zu verteidigen? Oder ja, bist du derjenige, der die vom Spot hauen will? Nur als Beispiel jetzt. Mittlerweile, ja. Das ist auch, sagen wir mal, das kenne ich nicht aus von Fiesta-Ranern, das ist auch ganz neu, das heißt, wenn zum Beispiel beim Gesteinsriesen im 90er-Bereich da, wenn du da die WDH hast, dass du dort den Gesteinsriesen fleißig verhaust, aber ja, wenn da mehrere Gruppen da sind, dass dann eben sich die Gruppen abwechseln, das kannte ich vorher nicht, das ist neu. Hau dir schon mal den, ich mach die zwei drüben hier drüben noch. So, und ja, wie gesagt, es hat auch damals funktioniert, selbst als wir, du hast den schon zu früh. Ja, ich glaube, das war ein Fehler, dass ich den zu früh angehauen habe. Na nee, egal, wir machen jetzt erstmal noch mit dem Boot und ich denke auf dem Boot oder mit dem Dingens. Ja, würde ich sagen, verabschieden wir uns hier einfach mal und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Feedback da, schreibt was in die Comments, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, genau. Ciao. Genau, bis zum nächsten Mal, bis denn. Tschüss.